18 Uhr. Hier ist der österreichische Rundfunk. Die Nachrichten. ÖGB-Präsident Benya sieht kaum Möglichkeiten für Reallohnsteigerungen im nächsten Jahr. Schreckliches Ende in der Entführungsaffäre Cornelia Becker. Leiche des Mädchens bei Karlsruhe gefunden. Verschärfung der Situation im Südlibanon. Vorweihnachtlicher Reiseverkehr erreicht ersten Höhepunkt. Das Wetter morgen bewölkt, gebietsweise Niederschlag. Na bitte, Donna, das ist hell, das ist so fürchterlich. Aber es ist... Man kann überhaupt... Es ist, man kann dazu überhaupt nicht sagen. Stell dir mal, wie ehrlich... Ich kann es mir nicht vorstellen. So was kann man sich nicht vorstellen. Das kann man sich nicht vorstellen. Man kann auch nicht sagen, das sind Menschen. Man darf vor allem nicht sagen, es sind Tiere. Denn die machen sowas nicht. Das ist so ungeheuerlich. Mir zittern die Hände. Jedes Mal, wenn man das Radio aufhört, ist da irgendein Mord. Das Leben ist nichts mehr wert. Weißt du, dass diese Menschen nicht wissen, was Leben bedeutet. Mein Gott, wie unsinnig dann alles wird, was? Vor allem, wenn man gedacht, die Dina ist im Zeichnen nicht gut und der Tommy ist in Mathematik nicht gut und so weiter. Geniert man sich fast Wurscht, nicht. Das alles. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So viele Leute fahren weg zu Werner. Hast du das gehört? Ja, ich verstehe das gar nicht. Verstehst du das? Nein, also ich war in meinem ganzen Leben noch nie am Heiligen Abend von zu Hause weg. Ja, ich glaube, ja, von zu Hause, ah ja, in meiner Zeit. Ja, bei deinem Beruf, natürlich. Nein, ich noch nicht. Ja, schon, aber immer geweint. Nein, das ist sowas, man hat auch jetzt, man ist so glücklich, gell, wenn man in seinen vier Wänden ist und wenn man die Menschen um sich hat, die man liebt. Und also man fürchtet sich irgendwie. Mit Recht fürchtet man sich. Ach Gott. Ist dir das recht, wenn ich drei Farben nehme? Danke dir sehr, ja? Wunderschön, ja. Kann man ein bisschen riechen, gell? Du, ich habe so einen herrlichen Weihnachtsbaum gesehen, ich bin ganz... Ja. Ganz schön. Unsicher, ob unserer schön wird, weil es war ein Bauernweihnachtsbaum. Ja. Ein richtiger Bauernbaum mit Holzdingern dran, weißt du, Holzfiguren, aber wunderbares schön. Holz und Äpfel. Wunderschön. Warum macht sie nicht so einen? Ja, warum? Weil man halt immer an seine Jugend denkt, weißt du? Ja, es geht jeder zu Weihnachten. Was habt denn ihr für einen Baum? Ja. Der Ernst, der möchte gern so einen klaren, strengen, einfachen, weißt du, von den Ernsten, so wie er halt heißt, der Ernst. Ja, ja. Und ich hab gern so, weißt du, ich weiß so viele Dinge aus meiner Kindheit. So, meine Mutter hatte schon als Kind gehabt, so schäbige Engel haben wir und so. Ach, das so ist ganz, aber so lieb. Ganz verwurzelten Weihnachtsschmuck und an dem häng ich so. Das glaube ich. Da mische ich halt ein bisschen, weißt du, ein bisschen was, wie der Ernst will und das, man kann schon ein Mittelding finden. Du. Gott, wenn ich denke, was wir früher alles drauf gehabt haben auf so einem Weihnachtsbaum, nicht? Ja. Engelshaar und Kerzen, diese Wunderkerzen, die so gezischt haben und Silberschlangen, bunte Kugeln. Ja, aber schön, wenn man Eltern ist, hat man schon immer die Weihnachtsgeschenke, weißt du? Also ich sag dir, der Ernst und ich waren gestern beim Elternsprechtag. Das ist eine solche Strafe. Das ist für die Professoren eine Strafe und das ist für die Kinder eine Strafe. Ach so, es sind so viele Menschen, ja? Na, abgesehen von vielen Menschen, aber stell dir mal, man muss sich anstellen. Also ich meine, wenn man sich heute schon einmal wo anstellen muss und man sich nicht niedersetzen kann. Schrecklich. Und dann hat man, für jeden Professor hat man nur 5 Minuten Zeit, nicht? Also der eine stellt sich zu dem Professor an, der andere zu dem und dann ist eine Schlange von Menschen und jeder passt nur auf, dass der andere nicht länger drin ist als er. Ja, aber sag mal, da erfährt man doch gar nichts Richtiges über seine Kinder. Nichts, überhaupt nicht. Das ist so sinnlos, dass die dann etwas anderes finden. Denk mal lieber an unser Weihnachtsfest, an unseren Weihnachtsbaum. Ach Gott, schön war es damals. Ich kann mich noch genau erinnern, du, wie meine Mutter das Zimmer abgesperrt hat. Wir haben nur eine ganz kleine Wohnung gehabt, weißt, Zimmerkabinett haben wir gehabt. Und das Zimmer hat die Mutter abgesperrt. Ja.
Und ich stand draußen und habe mir die Nase platt gedrückt. Da war so ein Glasfenster in der Tür drinnen. Und ich habe auf einmal das Christkind gesehen, wie es durchs Zimmer flog. Das lasse ich mir auch heute nicht wegnehmen. Ich habe es gesehen. Ja, das so, wird es auch gewesen sein. Ja, ich habe es gesehen. Wirklich wahr. Hast du es auch mal gesehen? Du, wir haben ein Haus gehabt in Klosterneuburg. Meine Eltern und mein Bruder, der Walti Schick. Und ich, wir sind immer gesessen beim... die Straße war in der Nähe des Hauses und wir sind immer in einem Zimmer gesessen und haben Engel geschaut. Und zwar, wenn die Autos vorbeigefahren sind, dann ist an der einen Wand waren so Lichtspiegelungen. Schön, und dann haben wir uns ja, eingebildet, das sind die Engel. Natürlich. Ach Gott, was haben wir alles am Baum draufhängen gehabt? Habt ihr auch Likörflascheln drauf? Ja, da war es streng verboten als Kinder. Wir durften ja nie die Likörflascheln anhören. Ach so? Weißt du, was wir gemacht haben? Wir haben sie gegessen und dann haben wir in die Papierlen haben wir andere Sachen hineingewickelt. So Büroklammern und sich Reisnägel und so. Einmal hat mein Vater, wollte auch ein Zuckerl essen. Zu lang, gell? Ja, ja ein bisschen. Das hat er das aufgemacht, hat nicht hingeschaut und... Hat er drauf gebissen? In einen Radiergummi hat er hineingebissen. Ach, servus, Geschäft, hast du aber einen Feigen gekriegt? Nein, das nicht. Nein? Nein, einmal in meinem Leben hat mich mein Vater mit der Zuckerlrute vom Krampus hat er mich ein bisschen kaut. Oh. Sind die Zuckerl geflogen, das vergesse ich in meinem Leben nicht. Elfin, das war das einzige Mal. Ich habe die beste Mutter der Welt gehabt, aber Watschen hat es gesetzt bei mir. Oh. Und wie ich schon erwachsen war, habe ich meiner Mutter oft gesagt, Mutti, warum hast du mir so viel Watschen runtergehabt? Hat sie zu mir gesagt, noch immer zu wenig, Hila, noch immer zu wenig. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das was man alles denkt, du, bei Weihnachten. Habt ihr Windbäckerei? Windbäckerei? Nein, haben wir eigentlich nie. Aber wir haben Patinetz dieses Jahr. Patinetz ist Passionsbäckerei. Es hat einmal ein Theaterfriseur zu mir im Brünn gesagt, nein, Frau, ich habe Patinetz für Sie. Patinetz, Frau. Ja, grüß dich, Hans, grüß dich. Was? Komm mal rein. Weihnachtsmann, komm. Der Hila. Er ist ein Traum, aber so wie ich mitgebracht. Ist das schön, was? Aber ich habe es nämlich satt, immer vor einem Gestrüpp Weihnachten zu feiern. Das war der einzige, der einzige wirklich schöne auf dem Platz. Vier Tage vor Weihnachten habe ich mitgenommen, sonst schnappt niemand was. Wir sind zufrieden. Für Wiedersehen. Servus, Franz. Servus, grüß dich. Servus, Entschuldige, Hans. Der Weihnachtsmann hat dir was gebracht. Hat dir die Mühe abgenommen und diesen einmaligen Baum, Guido, unglaublich schön. Nein, er ist wunderbar. Grau, das stimmt grau. Überhaupt nicht. Das ist ein Exzellent. Naja, also bitte, also sehr schön grün ist er. Ja. Aber ich glaube, also ein bisschen schief. Na, schief. Ich kann das jetzt schon sagen. Aber geht, der Baum ist das Geradeste, was es überhaupt gibt. Vielleicht hat er den Novak getroffen. Da bin ich schiefer. Und der Baum ist schief. Grün ist er, das allerdings. Bitte, also ich schwöre, besser gesagt, ich wette sogar, dass er schief ist. Da wette ich dagegen. Entschuldigt, dass er schief ist. Wie kannst denn du sowas sagen? Nein. Wenn der erst, Franz, in einem Christbaumkreuz drinsteckt, dann macht er ja Figur. Dann wirst du sehen, wie der da steht. Wie ein preußischer Grenadier. Ja, aber leider Christbaumkreuz? Natürlich. Nein, habe ich nicht. Habt ihr keins? Ja, beim Christbaumständer habe ich. Und ich glaube, du weißt nicht, wo der ist. Der ist vielleicht. Was denn? Hila, ich habe hab noch was anderes. Lass dich überraschen. Ich hab was für dich. Deine Überraschungen. Geh mal rein. Sag mal, Guido, willst du einen Kaffee? Na, Kaffee, bitte. Ja? Darum freue mich doch schon immer. Wenn ich zu dir komme, um die Ecke. Kinder gibt's auch, der ist ja so herrlich. Stille Nacht. Ja. Die zwei. Hast du je so einen geraden, schönen Baum, hast du gesehen? Ich den Baum sagen. Du, im Moment bitte gut, gebe zu, im Moment schaut er irgendwie gerade aus, aber wenn wir da was draufhängen, nein, dann wirst du sehen, wie der dann schief ist. Nicht dieser Baum, nicht, den kannst du behängen, wie du willst. Der ist kerzengerade, mein Lieber. Guido. Also, wetten wir? Wetten? Wir wetten, natürlich. Ja, wetten wir, also, dass er schief ist? Ja, um was wetten wir? Bitte, was? Also, was wünschst du dir? Ich wünsche mir, wenn du gewinnst. Wenn ich gewinne, Schachtel Zigarren und ich für dich exquisite Flasche Cognac, steht zu Hause für dich aufgehoben. Ja, kannst du bringen. Natürlich, für meinen einzigen Bruder ist mir ja der Liebste. Ja, also, gut. Abgemacht. Abgemacht. Bitte. Gut. So, und so. Ja, Moment.
Aber natürlicherweise, wir haben ja gewettet, dass er, wenn er geputzt ist, nicht mehr grad ist. Aber bitte jetzt, jetzt ist er ja nicht geputzt. Warum sollen wir können ja putzen. Warum sollen wir nicht putzen? Heute, 4 Tage vor Weihnachten, aber warum sollen wir den Baum putzen? Warum denn nicht? Was getan ist, ist getan. Ich bin eben in den Baumstelle. Da können wir ihn herstellen, in Erker. Na, wenn du einverstanden bist, als Haus. Naja, bitteschön. Ja? Also, damit wir die Wette entscheiden können, muss ich ihn ja putzen. Es ist wirklich merkwürdig, aber bitteschön, also versuchen wir zu putzen. Na, gib mal her die Schachtel. So. Die Schachtel her. Da. So, was willst du denn? Ich nehme die Nüsse. Eie. Nicht zum Essen, sondern zum. Die Nüsse wollte ich immer gerade nehmen. Natürlich, bitte, da hast du die Nüsse. Nein, du aber bist ja der Gast, also nimmst du die Nüsse. Du nimmst die Nüsse. Nein, ich nehme die Nüsse. Ich werde da nichts wegnehmen. Franz, sind wir wieder gut. Du nimmst also, die Nüsse. Na, komm, da hast du die Kugel. Also geht in Ordnung. Ich bin erwachsen in deiner Hand, mein Lieber. So, da na, hast na, gut, die Nüsse. Nehme ich die Nüsse. Gut, bitteschön. Hier ist noch eine Nuss. Hat okay. Sich etwas mit der Lametta verhängt. Ja, viel Lametta und der Baum wird fetter. So, jetzt hängen wir drauf. Du rechts, ich links. Bitte sehr. So ist es richtig, ja? Ah, das wird eine Pracht. Wie das dem Baume Freude macht. Ja. Diese herrliche Kugelpracht. Da schau ja so. So, hast du noch was? Ja, freilich noch was. Kugel? Jetzt werde ich nicht was haben. Kerzen müssen wir auch draufhängen. Ja, das machen wir später mit den Kerzen. Jetzt müssen wir zuerst einmal. Sache muss ich da kriegen. Ich kann mir nicht der Reiste ist da drinnen, der hat was zu tun mit Monkel Gut. Aber warum darf sie ja nicht zuhören? Aber nein. Gehen wir lieber in die Küche? Ja, ja gut, da ist die Mutter drin. Oh, die Königin der Familie. Hier grüße ich Gott. Das sind alle drei auf einmal. Und das ist ein Servus. Man freut sich, dass die Kinder da sind, dann haben sie es wieder eilig. Also was ist los? Wahnsinnig tolle Sache. Ja. Wir haben doch, wenn der Opa so ein leidenschaftlicher Sammler ist, von Spieluhren und Dosen und damit was Herrliches gibt, dann pack's gleich aus. Nur nicht hudeln, das ist ja gut. Ja, gut, komm her, ich möchte. So ein blödes Ding ist da ein bisschen. Danke. Soll ich das aufheben? Nein, braucht sie nicht mehr. Was sagst du? Na, so sag was. Also, so. Na, das ist aber Achtung. Lieb. Du, das ist lieb. Komm, stell mal gleich daher. Gott, ist ja, ich geb auch. Nein, ist das reich. Ja, du, der wird wahnsinnig. Was ist denn das? Was ist denn das? Das ist der Hocker für den Pianisten. Also, der Franz. Jetzt pass auf, pass auf. Du, der Franz wird aus dem Staunen und aus der Begeisterung nicht. Ja. Ist das der Kaiserwahnsinn? Also so. So, nämlich der Heinz hat das entdeckt. Sein Freund ist doch ein Antiquitätenhändler in der Stadt, habe ich da doch ist gesehen. Ist das der Kamer? Nein, nicht der Kamer. Nein, auch ein sehr lieber. Ja? Und der hat mich aufmerksam gemacht drauf. Jetzt wollte man nur deinen Rat als Expertin. Naja, du, aber soll er das kaufen? Naja, mein Mann würde verrückt werden. Der Opa, ich kann es euch gar nicht schildern, wie er sich freuen würde, aber ich glaube, das ist zu teuer. Aber ja, nein, teuer. Nein, das ja, muss das. Doch für euch. Na, du erschrickst, ja, ist der. Ja, die Jugend ist auch da. Grüß euch, Kinder, wie geht's Servus. Euch? Servus. Kann mich leider jetzt nicht mit euch befassen, es geht um Prinzipien. Ja, ich hätte eine Bitte an dich. Na? Hätte man einen Hammer da? Meine Herren, dazu brauchst du einen Hammer. Einen Hammer na, Hammer habe ich keinen. Als Fleischschläge kannst du. Fleischschläge auch. Fleischschläge macht denselben Dienst. So. Ja. So, aber gib acht, bitte. Ja, ich gebe acht, die werden schön ruinieren. Okay. Ja. Dann ist er, hast du noch einen zweiten daheim? Naja, packen wir es lieber wieder ein. Ja, schön ist das, sag mal. Also ich bin wirklich ganz weg. Naja, weißt du, wenn es von uns dreien ein Geschenk ist, dann soll es doch was Besonderes sein. Ja, Vorsicht, warte mal, das stockert. Und ja, ihr lasst es da, oder wie wollt ihr das jetzt machen? Nein, kannst du es uns schön einpacken? Das mache ich natürlich. Ja, aber lass nicht öfter, dass es einmal fahren wird, das wird sonst kaputt, weißt du. Du, Omi, in der Oper soll sie erst ganz am Schluss aufmachen, weil sie von uns allen dreien ist. Na gut, also das wird ausnahmsweise, bleibt das hier, oder? Ja, es ja, bleibt Ja, das ist hier. Wichtig, weil wir wollen, wenn wir alle weg sind, dass du es im Ball erst gibst. Also dann, ihr kommt als normal mit dem anderen ja, Geschenk, genau. Und wenn ihr weg seid, also nein, wir sehen uns dann am Abend, jetzt gibt es eine Generalprobe. Ich bin direkt aufgeregt. Na? So alt muss man werden, so alt wirst und immer
Noch bin ich aufgeregt vor Weihnachten. Brennt's? Schau mal. Brennt? Wart? 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 Na ja, geh auf. Wunderbar. Na schau her. Freu mich wirklich. Ein bisschen früh schon. Den Kindern natürlich so der Tommy zum Beispiel. Der Tommy ist ein, ich meine, die Tini ist ein noch unkomplizierter Kind. Ja, die ist wirklich noch. Aber, ja, noch. Aber weißt du, beim Tommy habe ich plötzlich hab ich das Gefühl, dass er sich verändert hat. Ein ganz lustiger Bub. Er ist gescheit und er ist witzig. Aber er hat sich auf einmal ein bisschen verändert. Man merkt es auch an der Schule auf einmal oder schlechtere Noten. Und ich weiß nicht, der ganze Ton hat sich ein bisschen verändert. Und da habe ich einen Verdacht. Das heißt, dass ich meine, jetzt hat sich der Verdacht bestätigt. Er hat einen Freund, ja? Und seitdem gibt es so anders, sag ich dir. Und der war unlängst beim Tommy und ich bin einfach hineingegangen, weißt du, und habe mich zu ihnen gesetzt. Hast du gesagt, mit ihm, ja. Darf ich Sie zum Kaffee einladen? Sie, habe ich zu ihm gesagt, ja, damit er. Und gesagt, jetzt machst du doch ein bisschen zusammen. Und da habe ich mit ihm geredet und habe ihn ein bisschen ausgefragt. Du, der war so mies. Er war so präpotent, unangenehm und so, weißt du, von einer Art, wo es einem wirklich, man sagt, um Gottes Willen, der soll doch meinem Kind nicht in die Nähe kommen, ja? Und der Tommy ist dabei gesessen und... Hat sich geniert, gell? Der hat sich so wahnsinnig geschämt. Der ist auf einmal ganz still geworden und wie der weggegangen ist, hat er gesagt, Mama, das ist ein entsetzlicher Kerl. Das ist mir noch überhaupt, das habe ich überhaupt noch nie so gesehen. Also, Elfie, vielleicht, mein Schatz, daran merkst du, wie richtig es war, was du getan hast. Denn du hast es genau wäre die Möglichkeit gewesen, auch zu sagen, bitte, der kommt mir nicht ins Haus. Aber du hast es ganz richtig gemacht. Denn der Tommy hat genau so reagiert, wie du es eigentlich erhofft hast. Also war es richtig. Weißt du, das, was ich natürlich, was ich glaube, was wahrscheinlich der Grundfehler von allem ist, dass ich so wenig zu Hause bin. Und dass vielleicht bin ich in den Augenblicken, wo die Kinder mich brauchen, bist gerade nicht da. Nicht? Ja, wenn man einen Beruf hat. Vorige Woche war ich die ganze Zeit in Graz. Jetzt nach Weihnachten fahre ich sofort wieder nach Innsbruck. Aber ich muss es ja, sonst müsste den Beruf aufgeben. Ja, noch freilich. Und weißt du, Hila, ich denke so oft drüber nach, ob ich meinen Beruf aufgeben soll, aber ich kann das doch den Kindern nicht antun, denn ich brauche einen Beruf, ich kann nicht so sitzen. Geh, ich brauche einen Schraubenzieher. Wo soll denn der sein? Das ist gut. Mit einer Gegenfrage ist man nicht gedient. Ein Schraubenzieher, Ich meine, wozu brauchst du denn? Was willst du mit dem Schraubenzieher Guido, machen? Der will irgendein Schrauben mit dem Schraubenzieher irgendwas in ein Ding hineinbohren. Ich weiß schon. Ich gebe dir eine Nagelfeile. Nagelfeile? Ich mag solche Sachen immer mit der Nagelfeile. Gib das dem Guido, der weiß Bescheid. Der ist ein Geschichter. Das ist wirklich wunderbar, wie du die Sachen verdrehst. Das ist doch unmöglich. Nächstes wirst du also mit dem Schraubenzieher dir dafür die Nägel feilen. Ich habe einen modernen Haushalt. Ja, so moderner. Ja, ab Haushalt. Wo sind die Kinder? Der Kult hat gesagt, die Kinder sind da. Ach, die sind schon längst weg. Aha, ohne mir auch nur guten Tag zu sagen. Ja, die wollten das mich nicht stören. Also, schau mal, jetzt sind wir höflich, jetzt passt es ihm auch nicht. Also, okay. Du, Hila, ich möchte dich jetzt was fragen. Wie war das eigentlich damals bei dir? Wie war das mit dem Ernst? Wie war das? Du hast doch deinen Beruf aufgegeben. Ja. Ich habe meinen Beruf aufgegeben, aber nicht für den Ernst. Der Ernst ist erst später gekommen. Ich habe meinen Beruf aufgegeben für den Franz. Und das war besonders schwer. Den Verdacht habe ich. Das war besonders schwer. Aber ich weiß nicht, wie es ist, wenn man es fürs Kind tut. Ich weiß es nicht. Ich kann ja nur, weißt du, jeder kann immer nur ganz, ganz subjektiv reden. Man kann sich nicht in den anderen hineinversetzen. Bei dir ist anders, bei mir ist anders. Und vor allem wissen wir jetzt noch nicht, was die Kinder, wenn sie groß sind, sagen, wie es hätte sein sollen. Ja. Es kann sein, dass sie einem den Vorwurf machen. Es kann aber auch sein, dass sie sagen, Mutter, du hast ganz recht gehabt. Also vom Ernstl habe ich nie etwas gehört. Naja, ich war ja immer für ihn da. Und der Ernst war sehr, weißt du, so unkompliziert wie der Ernst ist kaum ein Kind. Also auch da kann er nicht mitreden. War immer schon so still in sich gekehrt, aber von einer unglaublichen Zärtlichkeit. Und das hat er sich ja bis heute Gott sei Dank erhalten. Merke ich ja, wenn er mit dir umgeht, wie zärtlich er ist. Du übrigens, ich möchte dir was sagen. Ja. Ich möchte dir ein kleines Geschenk machen, aber das kann man nicht einpacken. Kann man nicht einwickeln. Kann man auch nicht mit einem Silberband verschnüren. Das ist gar nicht notwendig.
Der Franz und ich, wir sind unglaublich glücklich, dass der Ernst dich zur Frau hat. So, mehr sage ich nicht. Das schönste Weihnachtsgeschenk, das ich in meinem ganzen Leben bekomme. Danke. Das ist eine Melodie, die nur für mich ist. Ja, nur für dich. Du wirst jetzt nicht heulen, denn Wasser zu Weihnachten, das ist eine alte Bauernregel, Wasser zu Weihnachten ergibt nur Glatteis. So, da ist uns das wieder. Guten Abend, meine... Ja, sowas, Herr Windeck, das ist aber schade, Sie stören gar nicht, aber eben war die Niki da, nur ist sie weg. Das ist gut, wenn sie weg ist. Das ist gut. Ist vielleicht zufällig meine Schwiegermama ins B anwesend? Ja, aber um Gottes Willen, ich meine, ist irgendwas passiert? Nein, es ist überhaupt, ich hätte es so gern mit ihr kurz. Ich hätte ja, kommen Sie doch rein, natürlich. Störe ich Sie nicht? Nein, Sie stören nicht. Sehr lieb, küsst die Hand. Grüß Gott. Ja, darf ich meine... Auch das dürfen Sie, Sie dürfen alles. Dankeschön. Ich halte Sie nicht lang auf, es geht. Nein, Sie halten mich nicht auf. Weihnachtsvorbereitungen. Ja, natürlich. Ja. So. Na, geht's rein? Da, Küche, in der Küche, es, ja. Grüß Gott. Heinz! Ich Nein, ist irgendwas passiert? Nichts. Beruhig dich, ich habe gefragt. Ja, der fragt mich, ob was passiert ist. Sie kommen zu uns? Nein, ich hätte ein Attentat. Ja, okay. Ich also, tun Sie uns nichts. Nein, ich wollte. Darf ich? Darf ich? Ja, bitte. Kommen Sie. Möchten Sie stehen? Ja, gerne. Sehr. Ich wollte Sie was fragen, und zwar, Moment. Entschuldigen Sie, störe ich? Ich könnte ins Badezimmer gehen, das ist noch der einzige freie Platz, wo ich nicht störe. Also, das brauchen Sie nur sagen. Nein, würden gehen, nein, überhaupt nicht. Das stimmt nicht? Nein, also, bleibe da. Eine Sekunde. Ja, bitte. Ja, das ist aber hübsch. Ja, das ist ja für Weihnachten, das ist aber nicht das, was... Das sind Weihnachtskarten. Ach, Moment, jetzt wollte ich aber nicht etwas anderes machen. Jetzt haben Sie es am Ende verloren oder vergessen. Moment. Das ist es. Kennen Sie das? Ja. Bekommers Grinsing. Ja. Ist ein kleiner Heuriger, ja? Ja, das ist der Heurige, wo die Nicole und ich, wo wir uns kennengelernt haben. Was, ihr habt euch beim Heurigen kennengelernt? Kennengelernt ist, aber wie wir das erste Mal gemeinsam weggegangen sind, sind wir zu diesem Heurigen gegangen. Du scheinst aber sehr lieb zu sein. Sehr lieb. Und jetzt ist Folgendes. Ich hätte so wahnsinnig, immer dieser Heilige, der bedeutet für die Niki und für mich Nein, sehr viel. Sagen Sie, was soll denn dann die Elfe beim Heurigen? Moment, bitte, ich habe eine Riesenbitte. Also, wenn Sie schon nicht ins Badezimmer wollen, bitte stören Sie mich nicht. Ich muss das eh so. Bitte sehr, bin schon still. Das ist, küsst die Hand. Also, was wollte ich jetzt sagen? Ja, so ist es. Also, dieser Heurige bedeutet für die Niki und für mich sehr viel. Und jetzt hätte ich gerne ein Bild von diesem Heurigen. Ja, schön. Dann rahmen Sie es ein. Nein, kleines Passepartout. Kein Foto, ein Gemahl in Öl. So ein Essig. Ein gemaltes hätte ich gerne. Ein Gemahl. Richtig. Und das? Ich soll Ihnen ein Bild malen. Ja, weil ich habe Ihre Bilder gesehen und ich muss sagen, also Hut ab. Das Danke. Sagen Sie, wieso haben Sie meine Bilder gesehen? Weil ich habe die Niki einmal abgeholt und da hat sie mir es gezeigt. Sie waren damals nicht zu Hause. Okay, das ist aber schade. Da wäre aber wirklich gern zu Hause. Ja, mir hat es auch sehr leid getan. Verzeihen, darf man hier rauchen wieder? Natürlich. Ich habe die Zigarette im Mantel. Entschuldigen Sie, eine bitte, Sekunde. Bitte. Ella! Ja, was ist jetzt wieder? Wo ist das Christkind? Was? Entschuldige bitte, was hast du jetzt gesagt? Ja, wo das Christkind ist. Voriges Jahr war das Christkind da und heuer ist es nicht da. Sag, bist du im Moment vielleicht so ein bisschen... Wahrscheinlich waren sie schlimm und da wird es sich eben geputzt haben. Das ist aber blöd. Na, blöd, sicher, aber damit muss man rechnen. Aber wenn sie nächstes Jahr brav sind, kommt es vielleicht wieder. Franz? Ja. Entschuldigung, was für ein Christkind meinst du denn? Was für ein Christkind? Die Spitze von dem Baum war doch ein Christkind. Ach du lieber Gott, die Spitze von dem Baum. Ja, aber die ist doch voriges Jahr kaputt gegangen. Na, wie der wunderschöner Baum. Ich weiß schon. Ja. Na gut, aber da hätten wir auch eine neue besorgen können. Bitte, entschuldige, das habe ich vergessen. Grüß Gott, Herr Windeck. Okay, bitte.
eine Frage. Ja? Hat mich jetzt der Herr Sektionschef begrüßt oder hinausgeschmissen? Ja, das kann man nicht so genau sagen, aber Sie können sich's aussuchen. Ja, also bitte. Ja. Also ja, ich soll malen. Mhm. Aber bitte, das eine muss ich noch sagen. Also, ich male es gern, ja? Aber nicht so nach einer Fotografie, ja? Das, nein, nicht, da muss ich direkt man erkennt, hin und das muss ich erkennen ja, werden Sie schon, aber ich kann also ein leichtes Aquarell und so Skizzen haben. Ja. Von außen bitte. Also nicht von innen, sondern von außen. Ah, und da bin ich Ihnen dankbar, weil ich sitze nicht gerne. Ja, aber entschuldigen Sie, wie kann denn die Elfi in dieser Eiseskälte jetzt draußen sitzen und das Ganze 4 Tage vor Weihnachten? Entschuldigen Sie, dass ich mir einmische. Also die 4 Tage vor Weihnachten, ja. Das ist weg. Aber bitte, ich habe ja nichts mehr zu tun. Kalt nicht 4 Tage auch, vor Weihnachten. Nein, aber das, ich mal ja. Ich male es Ihnen, ich hoffe nur, dass ich dort am Parkplatz finde. Naja, weil ich kann sie nur aus dem Auto malen. Ich kann also mir nicht dorthin setzen. Sie sind ein Autodidakt mehr. Ja, ich. So kann man. Aha. Also in der Hinsicht werden Sie in unsere Familie passen. Ja, aber Sie können sich auch die Jahreszeit aussuchen. Also, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter in einem, ja? Was Sie gerne malen. Gut, also. Es ist nur eine Sache, ja, bitte. Es müsste verlässlich sein, weil sonst müsste mir irgendwas anderes für die Nico noch einfallen. Also, warum muss man das nicht früher? Aber seit Monaten denke ich daran, ich vergessen. Weil heute in der Früh sehe ich die Karte. Das ist es nämlich ganz genau. Immer, ich habe vergessen. Naja, das kann ich bitte überhaupt nicht leiden. Ja, eine furchtbare Sache, eine schreckliche Sache. Darf ich mir trotzdem einen Keks holen? Na, ich bin schon vorhin eins angeboten. Ach so, ja, das war. Da ist ein Marmelade drin, das ist ja. Marmelade, das war sehr. Also gut. Ich verspreche es Ihnen, ja? Wirklich? Ich male Ihnen das Bild. Ich verspreche es Ihnen so sicher, wie Sie immer pünktlich sind. Oh ja, naja, das ist am besten, ich schaue mich gleich um was anderes um, weil dann wird es. Nein, das war ein Scherz. Ach so. Ja, gut. Also Sie kriegen es von mir. Das ist entzückend. Schwiegermama, küss die Hand. Einzig. Oh. Dankeschön. Wiederschauen. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich finde Spielen. Ich mache ein bisschen Musik. Prächtige Idee, aber deswegen darfst du es da nicht hinhängen, sonst ist es schief. Musik ist gut. Musik ist immer gut. So, na. Ja. Weihnachten. Schön, wirkt immer. Guido, Weihnachten. Du, eine Weihnacht wird mir ewig unvergesslich bleiben. Was ist? Das war Weihnachten 1917. Jawohl. Weißt du, wie lang das her ist? Du bist ja der Kopfrechner. 63 Jahre. Enorm, wie du das machst. Du bist eine lebende Maschine. Die vierten Kriegsweihnachten damals. Und dann kam 1918. Ja. 17. Was hat es da als Weihnachtsüberraschung gegeben? Weihnachtsüberraschung haben wir Maisbrot gehabt, das ist auseinandergefallen. In den Zähnen sind immer noch die Fäden gewesen und was Brücken. Ja, die sind schon zum Hals rausgestanden. Und als Spezialität Kürbismarmelade. War auch nicht gut. Auch grauslich, ja. Aber sie sind mir auch deswegen so unvergesslich. Was meinen die? Waren die letzten Weihnachten mit der Mama. Mama, du sagst es. Genau, dasselbe gedacht. Herbst 18, spanische Grippe. Naja. Die letzten Weihnachten und wir waren klein. Mein Gott, wenn die uns erzählen. Der Vater. Der hat sich ja dann wirklich rührend um uns gekümmert. Weißt du, dass der unsertwegen nie mehr geheiratet hat? Das glaubst du jetzt wirklich? Das war unsertwegen. Er wollte uns keine Stiefmutter zumuten. Dabei war der Papa ja durchaus noch ein sehr stattlicher, flotter Herr. Ein sehr stattlicher, ein sehr flotter Herr. Das kann man wohl sagen. Die vielen Tanten, die wir damals kennengelernt haben. Viele mollige Tanten haben uns bis. Eine Tante nach der anderen, aber keine ist zur Mama erhoben worden. Nein. Alle nur Tanten. Ah, du glaubst, das war wegen uns? Ich glaub schon. Der Papa. Sehen wir vor mir mit der Pfeife. Ja, ja. Na und? Wer hat denn diese Eigenschaft, sich so lieb bei Damen zu machen, vom Papa so geerbt? Du willst doch nicht sagen, ich. Mein lieber Bruder. Du, heute kann ich das ja sagen. Ich habe mich damals oft so über dich geärgert. Im Ernst? Ich bin gekommen mit irgendeinem hübschen Mädel. No. Kaum waren wir hier im Hause, ist der Guido gekommen, angetänzelt. Na, wenn's ja. Und dann hast du ewig denselben Schmäh. Immer und sie sind Schmäh. Da reingefallen. Das Verslein. Weißt du es noch? Natürlich, das Verslein. No? Wie war's? Gnädigste, habe ich gesagt, gnädigste sind so fein, so zart, so hauchzart.
Hochzeit. Hochzeit wie ein Schmetterling. Ich weiß nicht, sind Sie ein Zitronenfalter oder ein Admiral? Naja. Ich glaub, Sie sind mein Admiral. Und du warst auch meistens Ihr Admiral und mich haben's versinken lassen. Naja, aber du, hast dich schon mit verschiedenen Rettungsringen gerettet, mein Lieber. Nein, bitte. Ich glaube, dieses Thema ist vielleicht für diesen ist Tag ja etwas zu erotisch. Komm, tu mal noch ein bisschen was aufputzen. Was könnte man da doch machen? Mein Gott! Schau her, Franz! Na, der Pfarrer! Der Pfarrer! Was für ein Pfarrer? Der Pfarrer vom Papa, da ist er. Schäbig ist er schon, wie wir. Nein, wie ich natürlich, aber. Ja, na, kannst du schon sagen, wie wir. Kannst du dich erinnern? Der war immer zu Weihnachten unter dem Baum. Und du, Moment, aber die Mama hat nicht sehr gern gemacht. Nein, die hat den nicht sehr gern gemacht. Die hat immer gesagt, gib's den Pfarrer weg. Ja, ein Pfarrer gehört nicht auf einen Christbaum. Hat sie gesagt. Und dann hat der Vater gesagt, wo ist denn der Pfarrer? Jetzt ist wieder der Pfarrer nicht da. Dann haben wir Pfarrer gebracht. Was machen wir mit dem Pfarrer? Ja. Wäre schon schön, wenn wir ihn unter den Christbaum hätten. Franz, naja, Moment, schau, jetzt ist er ja schon ein bisschen sehr stark sehr, so angesenkt. Die möchten lachen über uns. Weißt du noch, mit dem angesenkt, wie das war? Ja, ja, du, das war... Dieser Orangengeruch, nicht? Eigenartig, nicht? Es hat immer so Weihnachten, da denke ich immer, riecht nach Orange. Ja, ja. Das ja, war der Pfau, hast du gesagt. Das war der ein bisschen angesenkte Pfau, den hast du so, du, bitte, werde heute, also nicht heute, aber nächsten Tag bringe ich da Orangen, damit du den Duft hast. Nur den Bart kann ich mir deswegen nicht anzünden. Nein, damit das also du noch, nicht. So. Der ist immer auf einen starken Ast, haben wir immer gehabt. Und drüber die Kerze und dann hat er so gewippt. Elegant hat er gewippt. Herrlich. Guido. Was machen wir mit dem Pfarrer? Hör zu. Frauen haben für sowas kein rechtes Ohr. Na, eben deswegen. Die sagen dann, wir alten Männer sind sentimental und so weiter, was wir ja gar nicht sind. Nein, wir sind überhaupt keine Ehe sein. Wir sind sehr energisch und so und überhaupt nicht nostalgisch. Aber der Pfarrer natürlich. Den möchten wir schon haben. Wo geht man hin? Pass auf. Wir geben dem Pfarrer so hin, dass ihn die Damen nicht sehen. Franz, wunderbar. Aber wir wissen. Er ist da. Er ist da. Und das ist ein schönes Gefühl. So. Der Papa hätte frei. Abgemacht? Ja. Abgemacht. Na? Gilt? Gilt. Servus. Du, jetzt haben wir so ein Block gehabt, das möchte ich direkt eine Zigarre rauchen. Darf ich? Rauch eine Zigarre? Ich habe für dich noch eine kleine Überraschung. Aber nimm dabei eine Zigarre. Bitte. Ja, mal die Musik abstellen. So. Und jetzt, pass auf, ich hoffe, er funktioniert. Ganz sicher bin ich nicht, aber was ist denn? Könnte sein, dass er funktioniert. So. Was ist denn? Was machst du da? Dreht sich? Er dreht sich? Ja. Alles? Nein. Ist das die Möglichkeit? Er dreht sich nicht nur. Er spielt auch. Jahrzehnte, was für ein Ding gefunden? Der lebt noch. Guido. Nein, ich bin am Boden oben gewesen, so rumgerammt in die alten Sachen. Hab ich diesen Christbaum, stimmt, sowas gibt's ja heute gar nicht mehr. Der muss 40 Jahre her sein, vielleicht noch älter. Und dann habe ich gedacht, Gott, ich überrasche diesmal die Hilla und dich. Er geht sogar. Du, das ist eine ehrliche Überraschung. Komm, ich bin direkt gerührt. Setzen wir uns ein bisschen. Wir haben uns ein wenig Gott. Ruhe verdient. Das ist österreichische Qualität. 40 oder ist er? Was soll ich 40? 42 Jahre ist das. Wieder. Ja? Schau ihn dir an. Wenn du ihn dir so anschaust, muss ich gestehen, du hast die Wette gewonnen. Er ist kerzengrau. Der Baum ist schief. Nein, er ist nicht kerzengrad. Nein, sei mir nicht böse. Du, das sagst du nur, weil du mir was zu lieb nein, bist. Nein, nein, ehrlich. Also, wenn ich anschaue. Ey, Schief, du hast die Wette gewonnen. Du hast Franz. Gewonnen. Ich hab du hast gewonnen. Na gut. Also, ich mach dir einen Vorschlag. Ja. Wir haben beide gewonnen, beide verloren. Ich du kriegst mir den Cognac. Genau, und so machen wir's gut. Ja? Gut. Er ist doch ein bisschen schief. Christian, Mama. Mein Ernst ist schon da. Ja, wo soll man denn das hinschreiben?
Servus. Vor allem muss ich mit einer Mahnung gleich kommen, dass du wieder nicht durchs Google geschaut. Also wenn ja, dich der Papa erwischt hätte. Ja, ich bin schon da, stell dir vor, wir sind früher fertig wie geworden. Schön, ja. Und was bringst du hier? Das ist was leicht Zerbrechliches, also? Wenn du erlaubst. Ja, natürlich, ja, ja. Klar. Sag, bist du schon sehr strapaziert von den Weihnachtsvorbereitungen? Nein, ich darf doch ein bisschen. Du, die Elf ist so lieb und hilft mir. Die ist da, ja, die hilft dir, das ist wunderbar. Die wird schauen, dass du so viel. Du hängst da hin, da hänge ich mich her. Ja. Ja. Da störe ich euch ja gar nicht. Weißt? Da kann ja ein Springerl reinkommen. Wieso bist du auf. Einmal bis ja, wir haben es geschafft. Die Elfe wird sich wundern, das ist nämlich eine Stunde. Mhm. Ja, 3:06 vorbei. Da haben wir uns eigentlich nie gesehen in der das letzten Zeit. Das ist schön traurig. Du könntest das ändern. Das liegt ich an kann dir. Das ändern? Na, selbstverständlich. Du müsstest einen Computer konstruieren, der dich vertritt im Büro, weißt? Wenn du nach Hause gehst und schaust, wie es deiner Frau geht und ob sie traurig ist oder ob sie sich einsam fühlt. Das ist eine hübsche Idee von dir, ja. Aber leider, die Technik ist so weit noch nicht. Das ist noch Utopie, ja. Aber weißt du, die Elfi, du, das ist eine Frau, die hat 3 Kinder. Die hat einen Beruf, der sie vollkommen ausfüllt. So einsam ist die gar nicht, ich weiß nicht. Ich glaube, eine Zeit lang kommt die ganz gut, war nämlich aus. Mhm. Das ist genauso ein Depp wie dein Vater. Ah ja, danke schön, ja. Ernst, du, das ist. Nein, du, das habe ich nicht erwartet. Ja. Ich habe geglaubt, heute kommst du in der Nacht. Nein, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft in einem Aufhauschen. Es war die letzte Sitzung und plötzlich habe ich mir gedacht, jetzt fahre ich nach Hause zu dir und stell dir vor, da fangen die noch an mit einer Weihnachtsansprache. Der Bums, die verstehst, fängt an, über Weihnachten zu reden. Dieser Big Boss da aus Erlangen. Nicht? Und da habe ich mir gedacht, nein, von mir kann er das nicht verlangen, dass ich mir das anhöre. Moment. Habe ich mich auf leisen Sohlen. Nimm das bitte anstelle einer gelben Karte. Gelbe Karte, ja. Verlangen. Habe ich mich auf leisen Sohlen hinaus. Nein, du brauchst das sicher noch. Kennst du einen einzigen Menschen, der noch gern die Rede von einem anderen anhört? Nein. Also ich jedenfalls habe nicht dazu gehört. Ich habe mich rausgeschlichen, habe mir gedacht, jetzt haue ich den Hort drauf, mich selber in ein Taxi. Und da bin ich jetzt. Das ist so schön. Na und? Was ist jetzt mit uns? Ich wünsche mir was, ja? Naja, die Kinder waren da, die sind jetzt, ich weiß nicht, wo sie sind. Ja, unterwegs natürlich. Ja. Das sind lauter Stravanzer, unsere Kinder. Deine Kinder sind Stravanzer. Ja, ja. Und deine? Ja, das sind die Musterschüler. Ja. Kannst du dich erinnern, wann wir zum letzten Mal einmal eine Stunde miteinander irgendwo in irgendeinem kleinen Lokal oder was gesessen sind? Oh ja, das war im Sommer in einer Trattoria. Na, aber da wär's Zeit. Ja. Ja, sicher. Eine Stunde schleichen wir uns fort, ganz heimlich. Ja, wohin denn? Hä? Elfi, ich wüsste wohin. Wohin? Ne? Oh, da gibt's ein kleines Haus in Grinzing, das müsste man näher kennenlernen. Ein Haus? Ich kenne doch kein. Aber geh. Haus in Grinzing? Wolltest du das kaufen? Was? Ein Haus? Ja, das sind so wie Zufälle. Ich wüsste eine Adresse. Also, ja, ist ein hübsches Haus. Ein Haus mit einem Buschen. Ja, du, das ist gut. Da trinken wir ein Glaserl, ja? Und einen kleinen Beiß nehme ich. Bitte einen großen Beiß. Nein, großen nicht. Ein kleines Glaserl und einen großen Beiß. Nein, keinen großen Beiß. Weil ich habe mir gedacht, wir schauen, dass wir dann bald wieder nach Hause kommen, damit die Diener nicht den ganzen Abend allein ist. Nicht? Schau jetzt, ja, ich bin 10 vor 6. Wenn schon die Niki unterwegs ist und der Thomas soll die Tina mit uns sein. Ja. Bist du böse, wenn wir aufbrechen? Ein bisschen abrupt? Das glaube ich nicht. Kaum? Also okay. Gut, da bleibt ein kleiner Rest. Wir schenken dir, dass wir jetzt gehen. Ja. Ja. Nein, aber ich freue mich. Geht's, Kinder? Ja. Also wir schauen uns den Heiligen an. Ja. Und wenn es was wird, dann gehen dann wir wieder nach. Dann ja. Hoffentlich ist der Franz ist ja so ein großer Heiligen. Ja. Hoffentlich, Herr Gattas, habt ihr heute in der Zeitung gelesen, es wird geschrieben, es kommt vielleicht Gattas. Na ja, das ist vorsichtig, sonst nehmt lieber der Taxi. Im Winter passiert das mit dem Gattas. Also ich habe meinen Mantel unten. Ah, den hast du unten. Grüß den Papa sehr herzlich. Jetzt wollen wir ihn nicht stören, sonst wird es auch zu spät. So, jetzt muss ich mein Dingsthema. Ein Parkplatz. Ja, das ist ein. Schaut nicht so aus, aber innen ist es weihnachtlich, weißt du, so ein paar.
Ein paar bunte Glaskugeln habe ich gekauft. So was? Und ein Lametta und Wunderkerzen. Ich habe geglaubt, du willst so einen strengen, sachlichen, klaren Weihnachtsbaum. Wie kommst du denn darauf? Nein, ich will das, was die Elfe will. Einen schönen, richtigen Christbaum. Nein, gar nicht galant. Ich will überhaupt viel öfter das, was sie will. Aber die merkt das nicht. Aber das liegt sicher an mir. Weißt du, ich kann mich nicht verständlich machen. Mit Recht hat mir meine Mutter vorhin vorgeworfen, dass ich eigentlich ein Depp bin. Na, das habe ich dir schon immer gesagt. Ja. Na, die habe ich nicht so geglaubt. Aber bei ihr beeindruckt mich das mehr. Ich merke mir halt die Sachen nicht, weil ich immer alles gern will, was du willst. Na, das ist ja ganz... Ich bin ganz gerührt. Du musst ein bisschen Geduld haben mit mir, weißt du? Ich werde mich schon bessern. Wir sind doch erst so kurz verheiratet. Eben, die Bayer. So kurz. Kinder, ich finde, es zieht ein bisschen hier im Vorzimmer. Na? Also, wenn ihr noch weiter schmusen wollt, ich borge euch meine Küche. Na, danke, wir gehen ja zum... Also dann, weg. Toleranz und Verständnis, die Tugenden einer guten Mutter. Papa, also komm, jetzt gehen wir. Papa. Schau dir das an. Ich weiß nicht, er schaut mir ein bisschen dürftig. Wie ist deine Meinung? Schaut er. Du, man könnte noch was musst drauflegen. Du musst ja noch rechnen, die Kekse. Ja, die habe ich ja ins Kalkül gezogen. Und die Kerzen auch? Kerz? Vergessen. Aber bitte, du hast recht, also sowas kennt man noch dazu. Nein, da werde ich schlagen, meinen lieben Bruder. Nein, pass auf, wir haben ja Montag und Dienstag haben wir noch Zeit, da kaufen wir noch ein bisschen was und schmücken ihn dann noch nach. Irgendwas anderes. Tag, Frau. Um Gottes Willen, der Herr Nova, ist denn irgendwas passiert? Kommen Sie rein, aber ich meine, steht's Wasser im Keller oder geht der Lift wieder nicht? Oder haben wir einen Kurzschluss? Nee, Frau, alles in der besten Ordnung. Der Lift steht wie Raketen. So, na, dann kommen Sie rein. Der Keller ist trocken wie die Sahara. Ja? Na, und das Licht, Sie wissen, Frau, das Licht leuchtet in der Finsternis. Ja. Das ist eine Komödie am Theater, weiß ich. Na, ja. Na, Frau, aber ich muss sagen, Ihre Schwiegertochter, die Frau Lafitte, ja? Ein bisschen nachlässig. Oiwe, das ist ja, ach ja. Hat das im Lift liegen lassen. Natürlich. Deswegen bin ich da. Und, das ist aber lieb von Sie Ihnen, wissen, dass Sie das unser tun. Lift, der ist ja ein bisschen wohlgelaut. Hat so, wenn man denkt, wie das auf der Zahn? Kennen Sie das? Nein, Spaß. Na, aber jetzt ohne Spaß. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist was Wertvolles drin. Und wertvoll ist es nicht, aber es ist von Wert. Also es ist sehr lieb von Ihnen, dass Sie es gemacht haben. Und jetzt habe ich noch was. Und was haben wir da? Die Post. Unsere Post. Für Sie. An die Mitglieder... Der lieben Familie? Ja. Was, von wem ist denn das? Mikschi, Eisenstadt, Burgenland. Burgenland? Also ist das eine Freude. Das sind die Leute, die Burgenlandler. Die blöden Witz verdienen sie ja gar nicht. Nicht wirklich. Also, meine Frau, ich störe nicht weiter in diesem Sinne. Jetzt war unser Christkindl. Meine Frau, alles Gute. Schöne Grüße an den Herrn Sektionschef. Ja, noch. Ja, natürlich, ich richte sie mal auf. Vorsicht. Dankeschön, die Frau. Der Postbote kommt. Ach, das ja, das schleppst ja. Was hast du alles gebraucht? Grüß dich. Also das... Was ist das? Da ist zuerst einmal an die Mitglieder der lieben Familie. Das finde ja, ich ja, das so kommt reizend. Aus dem Burgenland, aus Eisenstadt von Mikschi. Nein, das ist wirklich wunderbar. Und was ist das? Das schauen wir uns das dann an. Ich, das machen wir, legen wir unter den Baum und schauen es uns dann an. Naja, was ist gut. Da? Das schauen wir uns gar nicht an, weil das ist Weihnachtsschmuck. Weihnachtsschmuck, nur das ist doch alles, was man brauchen kann. Das ist vom Ernst. Exproprieren. Das ist genau der Ernst. Aber das geht doch nicht, das gehört dem Ernstl. Mein Gott, ihr seid wirklich wie die schlimmen Buben in der Schule. Siehst du, dass da noch was drauf ist? Ja, na, also komm, mach, da kann ich sorgen. So, so schön. Aber wunderbar, komm, wo du nimm das gleich einmal mit hinüber. Gehen wir hinüber und dann wird weiter geschmückt. Und da werden wir weiter schauen. Also ich möchte damit nichts zu tun. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Wir können also noch ein bisschen etwas schmücken. Du nimmst die Kugeln? Ich nehme die Kugeln, ja. Aufmachen. Geht schon? Entschuldigung, bitte.
Ja, oje, oje, oje. Mein Gott, jetzt machen Sie es noch kaputt. Nichts hat kaputt. Wiederum keine. Nein, es hat keinen Sinn, Guido. Wir müssen erst wiederum Hackerln finden. Nehmen wir schon das anhängen. Kerzen hätten wir noch da. Das soll ich euch nicht doch helfen? Ja, Kerzen. Nein, danke. Hela, 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 ich bitte. Gut, ich nein, so ärger. Du, ich find's großartig, dass du heute so kollaborativ bist. Aber du hast doch verdient, dass du mal in aller Ruhe uns zuschaust. Was sagst du, wie wir diesen Baum gericht? Du, der Baum. Das ist der Baum, weißt du, wo wir das. Also ich kann mich an einen so schönen Baum eigentlich gar nicht mehr erinnern. Ja, nicht nur. Ich danke dir schön. Nur zu, na ja, gut. Da bin ich stolz. Von dir, das ist ja ganz klar. Du, aber doch, Heiligenblut. Du hast weißt du noch Heiligenblut? Ja, dieser Riesenbaum. Na? Wie lange ist das her? Ach Gott, in die 30er Jahre, wie uns der Papa mitgenommen hat, wie wir das erste Mal über die Großglocknerstraße gefahren sind mit dem Postauto. Postauto, der Papa ist gesessen mit der Pfeife und wir waren so aufgeregt. Bitte, die Hilla ist ganz nervös, weil sie nichts zu tun hat. Wir müssen was für sie erfinden. Was könnte man für sie erfinden? Oh, ich hab schon. Hilla, geh, sei so lieb. Dreh den Fernseher auf, damit wir dann hören und sehen, was in 2x7, na jetzt zu den Feiertagen, müssen wir da wissen, was los ist. Komm. Ja, und dann gesellst du dich zu uns, Heiligenblut. Der Papa dann hat einen Schlebowitz drungen einen doppelten so auf. Und die Zwischenschaltung immer war doch damals von den Autos, ist immer gegangen. Kannst du dich. Aber fahren Franz, das wird Guido! Und die Ratsch. Schaut euch das an, da sind zwei Leute schmücken am Baum. Na, da schau her. Machen andere auch 4 Tage vor Weihnachten. Andere tun auch 4 Tage vor Weihnachten. Braucht man uns gar nicht extra. Wegen dem was Baum. Ärgern, dass wir also das nicht gemacht haben. Ja, komm, setz dich nieder. Edle Frau, schau ruf zu. Dich aus. Du sollst sehen, wie das ist, wenn andere arbeiten. Meistens aber stehen. Na, was ist das für ein Baum? Na? Ja, der Baum ist herrlich, aber was, auf was für einer komischen Platte steht dieser Baum? Ja, komische Platte. Ja, sowas, ach so, das ist, ach, der dreht sich ja. Dreht? Ja, stimmt. Seine ja, das war mir nicht ganz klar. Sei nicht so lang hin, sonst wär's schwinken. Nein, schön. Na? Aber also, ihr müsst noch sehr viel tun an den Baum. Ja, wir müssen was draufhängen, deswegen haben wir ja das mal gerne.